Ja, Rummel hielt sich auf jeden Fall die Hand vor Augen. Autsch! Was war das? Was denn? Denn da los? Da möchte wohl jemand nicht gestört werden. Tja, dann stören wir doch erst recht. Mach das Ding auf. Jetzt mit Werkzeug oder soll ich das Schwert nutzen? Ich weiß es nicht. Ihr seid der Herr Ferdi. Das, was schneller geht? Daraus greift dann das Schwert, konzentriert sich. Celeste, du wirst mir jetzt nicht antworten, außer über eine Beleidigung. Flüstert einfach daraus. Ich möchte, dass hier das Loch, vor dem ich stehe, vergrößert wird, sodass wir da durchgehen können. Du stehst vor dem Krebs. Vor der. Oh, und dann Befehl ignorieren. Ich werde deinen Befehl ignorieren. Ja, das konnten sie hören. Kapitän, es gab doch Gerüchte über einen Käfer hier an Bord. Er befindet sich hinter dieser Wand. Er ist wohl ziemlich groß. Na gut, dann mach die Wand Käfer? auf und wir stechen den Käfer ab. Was für ein Nein, den Käfer? Käfer abstechen ist keine gute Idee. Wagner? Ja, Gassenwissen, nicht erschwert. Ja, 12 Punkte. Der Käfer ist ganz woanders. Der Käfer befindet sich allerdings ganz woanders. Ist hier noch einer oder wie? Mir ist es egal, ob da ein Käfer oder eine Ratte oder sonst was drin sitzt. Ich werde nicht zulassen, dass in irgendwelchen Räumen hier auf die Mannschaft geschossen wird. Was für ein Käfer, bitte? Die Brutmutter der Archenkäfer. Faszinierend. Das verstehe ich jetzt nicht. Also, Kapitän, ich soll die Wand hier geöffnet werden. Ja, wenn Ephadaios mit seinen Händen hineingreift und versucht, sie zu formen, wie es vorhin gar nicht das Problem war, Jalan hatte das ja gesehen, dass er da die Gitterstäbe formen konnte, als wäre es Wachs, heißt es Wachs in seinen Händen. Es wird hier überhaupt nicht funktionieren. Er greift einfach in das Holz hinein, versucht es nach oben zu ziehen und bricht dann zusammen mit einem Hexenschuss. Oh. Okay. Geht es euch gut? Ja, da oder ist er jetzt noch mal weg? Euer Gnaden, alles in Ordnung mit euch? Ja, hält sich sein Rücken und wird wohl hier nicht helfen können. Verfluchte. Ihr da hinten! Kommt mal herbei! Tragt seine Gnaden mal auf die Krankenstation. Jawohl. So, Ragnar. Lass das. Es geht. Es geht schon. Ihr seht nicht so aus, als würde es schon gehen. Was meintet ihr gerade eben? Ihr dürft Sollen wir gerne jetzt? entweder eine Holzbearbeitungsprobe oder eine Zimmermannprobe machen. Sie ist beides Mal erschwert um 10 Punkte. Ja, easy. Easy. Holzbearbeitung nicht aktiviert. Holzbearbeitung ist ein Ja. Basistalent. Hab's trotzdem nicht. Dann mache ich Schiffszimmermann. Ups, Entschuldigung. Nämlich das als Meisterhandwerk. Auf Zufall. Würfel 1 ist immer drin. Ah doch, ich hab's doch. Ja, ich sehe es jetzt. Aber es geht auf Körperkraft, verdammt. Ja, mit deinem THW, ich glaube nicht, dass du das schaffst. Ganz knapp. Wow. Die sind so Ich unfähig. benutze noch ein ASP, um den Punkt auszugleichen. Musst du nicht doppelt Zwei musst du ausgleichen? ausgeben. Nee, 1 zu 1 ist hinterher. Ja, Vorher ist okay. 2 zu 1. Ah, Okay. okay. Es handelt sich bei dem Holz, und das ist anders als auf dem anderen Schiff, nicht um Unholz, sondern das ist Walnussbaum. Und das benutzt man eigentlich überhaupt nicht, um Schiffe zu bauen. Das lässt sich nämlich nicht wirklich gut formen. Das ist sehr ungewöhnlich.
Ja, die Informationen leite ich weiter. Na So, dann. aber wir sollten es trotzdem durchschaffen. Dann nehmen wir die Zimmermann-Gerätschaften. Warum holen wir nicht eine Axt und schlagen die Wand ein? Das sind die Zimmermanns-Gerätschaften. Ich mag, wie ihr denkt. Ihr unterschätzt die Zimmermänner, aber. Nun gut, hier geht's los. Ja, ihr sägt und hackt euch dann ein größeres Loch hinein, sodass ihr dann durchkrabbeln könntet, einer nach dem anderen. Jo. Ich gehe natürlich vor. Aber was soll ja nicht nochmal passieren? Wenn du durchkrabbeln sagst, kann ich mal ein Rundschild vor mir da durchschieben oder ist das zu eng? Das ist zu eng. Mir egal, ich krabbel da durch. Gut. Ja, dann ist weg. Auf deiner Seite könnt ihr nichts von ihm hören. Hinterher. Rummel hinterher! Gut, dann steht ihr nach einigem Krabbeln. Ihr habt das Gefühl, ihr müsst viel zu lange krabbeln. So, das macht gar keinen Sinn. 2 Minuten lang krabbelt ihr nach vorne, was nicht sein kann, weil das Schiff ja eigentlich enden sollte. Und dann steht ihr in einer Kapitänskajüte. Hier ein großer Kartentisch. Ihr könnt einige nordbadische Wandteppiche erkennen und einen ausgestopften Hammerhai, der hier oben angebracht ist. Ihr schaut euch ein bisschen um. Es wirkt auf den ersten Blick ein bisschen wie der Vergleich von Lido Kork war schon gar nicht so schlecht. Und als ihr euch dann weiter umdreht, Jalan ist gerade aufgestanden, kannst du sehen, wie 10 kleine, ja, was ist das denn? Pflanzen auf dich zukommen. Sie sind wurzelgroß und laufen auf dich zu. Und du siehst, wie sie dann versuchen, mit ihren kleinen Füßchen Wurzeln nach dir zu treten. Und dann siehst du, wie Ragnar neben dir auftaucht, sich aufrichtet, Romilly steht da und du wirst jetzt von 10 kleinen Wurzeln zusammengetreten. Guck mir das momentlang belustigt an und wenn dann alle da sind, beuge ich mich mal hinunter und schaue, ob ich einen davon aufheben kann. Also so irgendwie im Genick packen oder was auch immer, wie ein Genick aussieht und zwischen Daumen und Zeigefinger hochheben. Ja, sie beißt hier in die Hand. Ein SP. Schreit auch laut. Au, verdammtes Mist. Ja. Pflanzenkundeprobe. Hab ich nicht. Warte, warte. Erschwert oder normal? Normal. Kann ich auf Tierkunde ausweichen? Nee. Gut. Ich weiß nichts. Das sind Alraunen. Willi macht große Augen. Solltet vorsichtig mit den Pflanzen sein. Ich mit denen? Die haben mich gebissen. Mist. Ist es normal, dass die lebendig sind? Sio. Keine Ahnung. Da sollten wir die Alchemisten fragen. Ragnar, du kannst vor dir einen leuchtenden Punkt erkennen. Das ist der, der oben das Salz in deine Suppe geschmissen hat. Ja, dann würde ich mal auf den zugehen. Guten Tag, Herr Klabautermann. Siu! Schwirrt um meinen Kopf herum. Siehst kleine Flügelchen. Ich bin kein Klabautermann. Was bist du dann? Hallo? Siu! Vielleicht hast du ihn verärgert. Kann ich eine Magiekundeprobe oder so machen, um herauszufinden, was das ist? Erschwert um 7. Sehr schön. Oder sagen und Legenden würde auch gehen. Ah, noch schöner. Blick mich derweil mal im Raum um. Ist hier sonst irgendwas, was auf menschenähnliche Bewohner schließen lässt? Also Möbel in Normalgröße oder so? Das sind alles Möbel in normaler Größe, ja. Okay, du stehst in einem, es ist tatsächlich ein Kapitänsverschlag. Einstöckig, also sehr, sehr einfach gehalten. Vielleicht von sowas wie einer Kogge. Du siehst auch, das ist wohl ein Logbuch, was auf dem Tisch liegt. Safranfass. Ragnar, das ist eine Fee. Ui. Was macht eine Fee auf einer Dämonenarche?
Wir wurden gefressen. Also seid ihr Geister? Nein. Was dann? Habt ihr auch gerade gesagt. Welchem Schiff habt ihr denn früher gehört? Wir gehören zur Korke Safran, was? Ich glaube, hier ist das Logbuch. Siehst du? Jalan, du wirst die ganze Zeit von kleinen Rauen weitergetreten. Die ganze Zeit. Zum Glück habe ich Stiefel an. Krabbeln auch an dir hoch und ziehen an deinen Haaren und es ist echt nervig. Okay, dann wird's mir zu viel. Romilly, gib mir einen guten Grund, die Dinger nicht zu zertreten. Die Alchemisten werden euch dankbar sein? Dann, ja, verflucht. Ich versuche mal, ob ich die in der Tasche einfangen kann oder so. Sind das deine Freunde? Ich deute mal auf die Alraun. Sie gehören zu mir, ja! Lass die mal in Ruhe, Jalan. Wenn er sie in Ruhe lassen, so weit sie mich in Ruhe lassen. Aber sag mal, gute Fee, könntest du vielleicht auch den Alraun sagen, dass sie den Kapitän unseres Schiffes in Ruhe lassen soll? Das ist der Kapitän? Ja. Ja. Jalan, Ausweichenprobe. Ausweichenprobe, oh Gott. Sekunde. Das Kampf ist es nicht Kampf. Kopf, ja. Das Ding rast auf dich zu, direkt in deine Magenkuhle. Ich würde es tatsächlich schaffen, inklusive ja. Rüstung. Dann pockt sie gegen deine Rüstung und passiert nichts. Versuchst immer wieder, pong, pong, pong. Und fliegt als leuchtender Punkt immer wieder gegen deine Magenkuhle. Aber wir sind die Guten. Wir haben dein Schiff nicht gefressen. Kann ich die packen oder reicht sie aus? Also vielleicht haben wir es doch gemacht, aber... Moment. Nee, sie weicht auch aus. Also ich würde nochmal behaupten, wir gehören zu den Guten, wir haben dein Schiff nicht gefressen. Jalan wedelt mit dem Logbuch in der Hand nach der Fee, aber scheint sie im Moment noch nicht gar so sehr zu erwischen. Hör mal, entweder benimmst du mich jetzt, oder ich schmeiß dich über Bord. Das würde aber nicht viel bringen. Oder ich pack dich in ein Glas, stell dich bei Bollstedt aufs Regal. Nein! Wie wär's, wenn wir uns alle jetzt erstmal beruhigen? Wir wollen hier also nur raus! Natürlich. Das ist der neue Kapitän übrigens, nicht der alte, der euch wahrscheinlich hier gefangen hat. Wir wollen ja, hier nur vielleicht raus. Aber vielleicht waren wir das auch wir, ne? Aber das muss man der Frau ja nicht sagen, der Fee. Ist das eine Frau oder gibt es auch männliche Feen? Du weißt es nicht. Sie fliegt um dich rum und hat eine komische, piepsige Stimme. Mit okay, Geschlechtern von Feen kennst du dich nicht aus. Alles klar. Dann würde ich meinen, wie können wir dich denn hier rausbringen? Also wir sind auf deiner Seite. Ich weiß nicht. Wir sitzen hier gefangen. Wir wurden gefressen. Seitdem... Wir könnten dich theoretisch freilassen. Dann tu das. Wir leiden unter der Präsenz. Ja, wer gehört denn alles zu wir? Die Safranfass. Das Seelenschiff. Seelenschiff? Seelenschiff. Was bei den Göttern ist ein Seelenschiff? Die Safranfass. Ich sehe, wir kommen hier zu keinen zufriedenstellenden Antworten. Wie lange warst du denn schon auf der Safranfass? Seit immer. Und wann wurde die Safranfass von dieser Arche gefressen? Vor ein paar Monaten. Das ist schon mal gut, dann waren wir das nicht. Wir könnten dich theoretisch aus diesem Ungetüm befreien, allerdings die Safranfass nicht. Ich meine, können wir nicht? Weiß ich nicht, können wir? Kommen wir zu Ephadaras. Auch mal zu Ephadaras. Dann müsst ihr das Schiff erstmal finden. Ich schätze, es hat sich mittlerweile über das ganze Boot verteilt. Oh. Ihr meint, so wie Lido Kork, den man auch durch jedes Holzstück auf der Seeadler finden konnte? Du kannst sehen, dass dieses Kapitänsdeck wohl perfekt erhalten worden ist. Also hier hat man gar nichts abgebaut. Warum auch immer. Alles besteht aus Walnuss. Puh, also normalerweise sind Schiffe nicht aus diesem Walnuss hier gebaut.
Zu. Er verdammt klopft aufs Holz. Das ist zu schwer zu formen. Könnte sein, dass wir andere Walnussholzteile hier an Bord finden. Vielleicht existieren die einzelnen Räume ja noch. Gut, Fee, hörst du mich? Siu! Hältst du davon? Wir schauen, ob wir den Rest von deinem Schiff wieder ausspeien können. Und du hörst dafür auf, Unruhe zu stiften. Ja! Gut. Ich gehe ganz, ganz langsam rückwärts zum Tunnel, wo wir hingekommen sind. Wollt ihr noch hier bleiben? Denn ich bin mir ziemlich sicher, ich werde woanders gebraucht. Ich denke, das Logbuch. Nimmst du es mit, Jalan? Das könnten wir gebrauchen. Nein, hier, nimm mich. Ich werde mal auf dem Oberdeck nach dem Rechten sehen. Okay. Kleine Fee, darf ich das hier mitnehmen? Du bekommst es auch wieder. Mir egal. Ich will nur raus. Okay. Na dann. Was gibt's hier für Karten? Im Raum? Also gibt's hier noch irgendwas anderes, was für uns von Relevanz sein könnte? Also, wenn du dir die Karten anguckst, die sind von ähnlicher Qualität, die du schon hast. Ja, mit Route, die Safran Fass wohl mal gefahren ist, ein paar Logbücher und ja, wenn du jetzt keine normalischen Wandteppiche haben willst oder so ein Hammerhai, da ist sonst nichts. Einfach Kapitänsgehüte. Okay. Nö, dann nicht. Okay. Ihr könnt wieder zurückkriechen nach und nach und als Jalan dann in der Klaschemme wieder auftaucht, kannst du wohl sehen, wie mehrere Männer auf dich zugestürmt kommen. Kapitän, wo wart ihr denn? Alle waren weg. Geister, überall auf dem Schiff. Wir sind in den Nebel gefahren. Sie waren plötzlich da und jetzt stehen sie über uns. Wir können nichts gegen sie tun. Verfluchte, wo ist denn der Pfahl des Lichts hin? Der steht auf dem Oberdeck und murmelt irgendwelche Entschwörungen. Ich will die Geister vertreiben. Und ihr lasst ihn alleine da stehen. Was sollen wir denn machen? Wenigstens... Ja. Ich komm mit. Wo wart ihr denn? Da, in dem Loch. Ihr wart 5 Stunden nicht da. Was? Wie bitte? Verfluchte. Geht voran, auf zum Oberdeck. Wagner? Ich glaube, ihr seid da noch drin, oder? Ich weiß nicht, also Ragnar gerade AFK. Nee, wir sind auch mit raus. Ich glaube, die sind auch raus, alle rausgekommen. Wenn ihr auf das Oberdeck tretet, könnt ihr die Hand vor Augen nicht sehen. So dicht ist der Nebel. Irgendwo vor euch könnt ihr ihn hören. Den Pfeil des Lichts, der hier wohl steht und entschwörende Rufe von sich gibt. Irgendetwas Lautes auf Bosparano. Ihr könnt Wehklagen hören, schreien. Rufe, die über das Wasser hallen, über den Nebel verschluckt werden. Der Nebel selbst, er stinkt. Ihr seid euch nicht genau ganz sicher, wonach. Es riecht einfach modrig. Ja, dann. Amelie? Weil ihr das Gefühl habt, dass ich gleich zu einer Gefahr werde, sorgt dafür, dass ich schlafe. Ich will etwas versuchen. Ich trete einen Schritt hinter sie zurück und... Ja, ich trete in den Nebel. Spreche dann ganz leise zu den Geistern, dass sich doch einer offenbaren möge, uns zu sagen, was sie denn wollen. Du hast was für einen Nachteil? Medium? Medium. Ja. Du bemerkst, wie du durch das Tor in den Nebel schreitest und dann bist du einfach weg. Du bist entfernt, du siehst über dir die Niederhöllen von Charybdoroth. Tangfäden, die aus dem Himmel niederregnen. Du siehst ertrunkene Wasserleichen, die halb verwest an den Strand liegen. Ja, das Wehklagen wird lauter und lauter. Wenn sich Romili umdreht, kann Jalan in bleiche Augen sehen. Sie sind einfach weggeklappt, in den Kopf hinein. Und sie steht mit weißen Augen vor dir. Romili, ihr seht nicht gesund aus. So, Romili, dann kämpft doch einmal bitte gegen Jalan. Initiative auswürfeln, los geht's. Oh, Scheiße.
Also, was ist hier los? Also. Ja, Ragnar, du siehst, wie Ephadaios dich aus leeren Augen anblickt. Auch Ephadaios ist in die Niederhöllen von Charybdis gezogen. Und Ephadaios greift dich jetzt ebenso an. Oh nee. Ich kann doch gar nicht kämpfen. Eine meilenlange, aufgedunsene Wasserleiche, deren schwammiges Fleisch in einem Wattenmeer aus weißem Knochensand liegt. Spannlange Spulwürmer durchzogen, der Himmel hängt voller Tangfäden und seit unzähligen Perioden ist das Gestirn gewürgt. Während blubbernde Frevelknechte, die nur aus Flossenstacheln bestehen, den parfümierten Leichnam mit sinnlosen Tauen fesseln, spricht ein spuckender Bauchnabel zu. Ja, entweder Romili oder auch Ephadaios. Ihr könnt Orgelklänge hören. Also Orgelklänge haben wir doch vorhin schon gehört, oder? Als wir das Ding entdeckt Ja, haben. nicht du, sondern eher Romili und Ephadaios. Ah, okay. Und dann schaue ich mal. So, wir haben hier ein Initiativebrett. Aber die ziehen jetzt schon ihre Waffen, ja? Ja, Die die ziehen ihre Waffen. kämpfen gegen euch. Wir müssen noch mal kurz warten, was Ephadaios so macht. Also wenn sie So. ihre Waffen ziehen, dann würde ich auch gerne meine Keule ziehen. Mein Ja, Knüppel. warte Meinen kurz. treuen Weggefährten. Jarlan und Romili stehen hier auf dem Oberdeck und Ephadaios steht neben dir in der Klaschembe. Dann machen wir erstmal den Kampf oben. Romili gegen Jarlan. Ja, Sekunde, ich muss gerade feststellen, dass meine Ding jetzt nicht richtig eingetragen ist, aber es ist ja auch egal. Hat sie eine Waffe? Ihren Kampfstab. Ach Gottchen. Und du hast gesehen, dass sie damit, naja, eher die Luft zerteilt als sonst was. Sie hat mich ja gewarnt. Entsprechend nehme ich einfach mal an, ich bin bewaffnet. Oder zumindest beschildert. Dein Schild hast du, oh ja, jetzt fällt das dir wieder ein. Du hast ihn in einer Klaschembe, hast ihn hingelegt, weil er doch nicht durch das Loch gepackt hat. Oh nein. Ein mieser Sack. Gut, ich ziehe mein Schwert, gehe auf Abstand und. Romilly? Das. Tut das doch vielleicht nicht. Ja, dann hast du jetzt deine freien Aktionen schon mal verbraten. Romili muss als erstes handeln. Romili, ja, zweimal angreifen, bitte. Mit umwandeln. Okay. Das war dann ein plus 4, ne? Der zweite Genau, Angriff. plus 4. Ja, parieren wir doch Naja, erstmal. eine 1 geht immer. Und den ersten hätte ich pariert, auch wenn er durchgekommen wäre. Der zweite kommt nicht durch. Dann bin ich jetzt dran, richtig? Richtig. Angriff zum Niederwerfen. Oh, plus 2 Erschwernis zu Erschwernis der Körperkraftprobe. Gucken wir mal. Ist insgesamt eine 6er Erschwernis. Würfeln wir aus. Gut aus. Sie muss jetzt an der Körperkraftprobe plus 2 schaffen oder zu Boden fallen. Oder parieren, aber das kann sie nicht, denn sie hat ja umgewandelt. Romli wird zu Boden gerissen. Ja, sie schlägt zweimal mit dem Stab nach dir. Jarlan taumelt einmal mit einer einfachen, gespielten Parade an ihr vorbei, stellt sein Bein hinter sie und schubst sie dann auf das Oberdeck, sodass sie jetzt wieder ein zappelnder Fisch dort liegt. Romili, du hast das Gefühl, dass Unwasser in deine Lungen dringt und du ertrinkst, ersäufst. Du fällst in einem meilenlangen Sturz in das Wasser von Charybdis, was keinen Boden besitzt. Wenn sie umfällt, möchte ich versuchen, oder ich weiß nicht, ob sie da noch eine Aktion hat, irgendwie mich auf sie zu werfen und sie zu entwaffnen oder so. Romli zappelt und strampelt wild um sich her und versucht, irgendwie an Luft zu kommen. Ja, nach oben, nach unten, keine Ahnung, wohin. Hauptsache raus aus dem Wasser. Ja, eine Wasserleiche stürzt sich jetzt auf dich und geht dir an die Kehle, versucht zuzudrücken. Ich strampel umso fester und schlage wie eine Wahnsinnige um mich. Hast du Hexenkrallen? Nein. Schade.
Charybdoroth schenkt dir Hexenkrallen und Yalan, du bemerkst, wie die Fingernägel von ihr länger werden. Dann darf Romy dir noch einmal raufenschmeißen und ja, ihr Kampfstab wurde dir schon weggenommen. Immer noch weiße Augen, die dich anstarren. Sie blubbert irgendwas. Du siehst, wie Unwasser oder Schleim aus ihrem Mund läuft. Speichel einfach. Und sie versucht dich mit jetzt riesigen Hexenkrallen aufzuschlitzen. Die kannst du aber auch mühelos nach unten drücken. Es wäre Vermutlich. eigentlich belustigend, wenn das jetzt nicht Romilly wäre, die das auch sogar angekündigt hat. Man hat sie's angekündigt, sonst wäre ich jetzt vielleicht schon kaputt gehauen. Ja, wenn der Kampfschalter weg ist, versuche ich mich irgendwie auf sie zu setzen und mit der einen Hand die Krallen vor mir zu halten, mir der anderen erstmal eine zu verpassen, ob sie davon aufwacht. Romilly! Wacht auf! W6 Schadenspunkt. Aua. Ja, Passt aber schon derweil noch. unten im Unterdeck, während Romilly ganz ohne Probleme festgehalten wird, spielt sich der Kampf jetzt im Unterdeck wohl leicht anders ab, denn hier ist Ephadaios eher der Kampferfahrene und Ragnar die Bohnenstange. Genau, Ausdauerschaden und die Hälfte ist echt. Gut, Ephadaios und Ragnar einmal die Initiative auswürfeln und dann können wir angucken, wer zuerst angreifen muss. Was hat Ephadaios gerade für eine Waffe dabei? Ist das der falsche Effat-Bart? Ja, ne? Nur das Schwert. Nee, den hat er nicht dabei. Du hast Yamish Aquam. Oh. RIP. Ich kann ihn nicht führen. Das ist doch gut, oder? Na, wenn du triffst, nicht, aber. Come at me, Ja. Bro, ich fick dich. Ja, du siehst, wie die Augen nach oben geklappt sind und Ragnar, du musst angreifen. Er ist dran, oder? Also er kann vorziehen, wenn er will, aber du Ach siehst, so. wie. Ja, wenn ich dran bin, ne? Strategischer Rückzug, ne? Ich hau Nee, nee, warte, ab. ich zieh vor, ich zieh vor. Ich mache eine Attacke. Wenn ich es nicht aktiviert habe, ist das dann auf meinen Basiswert. Genau. Okay. Anderthalb Händler gibt er, glaube ich, nochmal plus 1 auf den auf AT, aber auch auf PA. Okay, gut. Dann ist das gegen die 9. Ja. Darauf bin ich nicht weggerannt, das heißt, kann ich nur parieren, oder? Ja. Aua. Shippy hast du schon ausgegeben? Nein! Ja, dann entweder du nimmst den Schaden oder du kannst dein Shippy verbrennen. Also noch bin ich nicht tot, ne? Also. Okay, dann 2W6 plus 9 von Ephadaios. Okay, das klingt nicht so gesund, muss ich leider Ich muss gerade nochmal sagen. gucken. Ja, Moment. Achso, nee, 2W6 plus 8, Entschuldigung. Aber mit TPKK ist es dann doch die 2W6 plus 9. Ja, also ich Was ist das denn über. für. Warum hast du nur 1 und 2 gewürfelt? Also ich Wow. kalibriere hier nochmal so die Sachen, die ich geplant habe und dann Ja, trifft mich das Wunde. Schwert und ich gehe schreiend zu Boden. Wunde, Selbstbeherrschungsprobe, Schwert um das, was über deiner Wunschwelle ist. Ah ne, ich habe hier sogar eine gute Selbstbeherrschungsprobe, sehe ich gerade. Können das für Ragnar nicht schon zwei Wunden sein? Das Ne, weiß das ich ist nur nicht. eine. Das ist nur eine. Easy bleibe ich stehen, dann gucke ich nochmal, ob ich die Wunde ignorieren kann, die mich wo trifft. Sekunde. Den Egal, wo sollst sie du trifft, obwohl, wenn es ein bekommen. Bauchrüst Ich oder. wollte gerade sagen, Bauch könnte jetzt auch nochmal, oder Kopf könnte auch nochmal fies sein. Natürlich Dann der kriegst du 1W6 Torso. Zusatzschaden. Wo ist meine Rüstung, wenn ich sie brauche? Aber das ist Blöder Wanderer-Tempel. Nicht das Problem. Also die zusätzliche Bauchwunde erschwert dann ja nicht die Selbstbeherrschungsprobe. Okay, ja, du siehst, wie Ephadaios mit der Wie viel Yamish Schaden kriege ich denn Aquam. jetzt? Von der Bauchwunde? 12. Achso, 1W6 zusätzlich. Musst du Ja, genau. selber auswürfeln. Achso. Easy! Ja, du siehst, wie Yamish Aquam deine Seite aufritzt und du siehst, wie Unwasser aus deiner Brust läuft. Ja, Das ne? war die erste Attacke. Ephadaios wandelt um. Jetzt würde ich mal sagen, One by One. Und ich renne um mein Leben.